Beide verbindet mehr als nur der Name. Geschickt versteht die Haselmaus, fast jede Nuss zu knacken. Doch sie schläft 7 Monate. Was andere in einem Jahr erledigen, muss sie in einem Sommer schaffen. Und darf sich nicht erwischen lassen. All ihre Aufgaben bewältigt sie im Dunkeln. Dabei sind Sommernächte kurz. Die Zeit ist knapp. Von Frühlingserwachen bekommt die Haselmaus in diesen Märztagen nichts mit. Und auch nicht, dass sie von ihren ärgsten Feinden umzingelt ist. Wildschweine nehmen alles, was ihnen vor den Rüssel kommt. Sie würden die Haselmaus als Leckerbissen schätzen, wenn sie sie fänden. Fliehen kann der kleine Schläfer nicht, denn er verfällt in eine Art Körperstarre. Das Herz schlägt nur 6 bis 12 Mal in der Minute. Der Kreislauf ist stark gedrosselt. Aber die Haselmaus hat sich schlau versteckt. Blühen im April die Buschwindröschen, ist die Konkurrenz schon längst aktiv. Doch fällt das jetzt nicht ins Gewicht, denn es gibt sowieso noch kaum was zu fressen. Das Eichhörnchen muss sich mit Fichtenzapfen begnügen. In manchen Jahren hätte es jetzt das Nest schon voller Jungen. Doch durch den ungewöhnlich langen Winter hat es die erste Paarungszeit im Februar ausfallen lassen. Die Vorratskammer ist so gut wie leer. Die im Herbst gesammelten Haselnüsse haben das Eichhörnchen ganz gut über den Winter gebracht. Ein Stockwerk tiefer räubert ein weiterer Haselnussfreund seine Vorräte. Der Eichelhäher versteckt die Leckerbissen oft unter Laub. Sein Partner müht sich mit Nestmaterial ab. Die Vögel gelten als sehr intelligent, was nicht heißt, dass sie für jedes Problem gleich eine Lösung parat haben. Nicht alle Haselmäuse finden hohle Baumstümpfe, denn die sind heute selten. Manch einer hat sich unter Hecken ihr Winternest gebaut. Sie heißt zwar Haselmaus, ist aber nicht mit Mäusen verwandt, sondern mit dem Siebenschläfer. Und genau wie er schläft sie tatsächlich 6 bis 7 Monate lang. Doch zwischendurch zittert sie sich immer mal wieder warm und wird für kurze Zeit wach. Je länger die Tage werden, desto öfter. Auf dem Golfplatz am Waldrand startet die Saison. Seine Bahnen säumen Weiden und Haselbüsche. Und er ist deshalb für einige Tiere durchaus attraktiv. Jedes Haselkätzchen produziert mehr als 2 Millionen mikroskopisch kleiner Pollenkörner. Zu den roten weiblichen Blüten auf demselben Busch trägt sie allein der Wind. So beginnt die Hecke schon früh im Jahr für ihre zahlreichen Bewohner vorzusorgen. Als die Sonne untergeht, wird es unter den Büschen lebendig.
Anfang Mai hat das Haselmausmännchen endlich ausgeschlafen. Doch jetzt schnell weg. Haselmäuse haben einen engen Terminplan. In nur 5 Monaten müssen sie sich paaren, Junge aufziehen und sich erneut Speck für den nächsten Winter anfressen. Weidenkätzchen helfen, zu Kräften zu kommen. Monatelang hat das kaum daumengroße Tier gefastet. Es wiegt gerade noch 20 Gramm, so viel wie 7 Haselnüsse. Gerade erst aufgestanden, muss die Haselmaus schon hellwach sein. Denn sie wird von vielen gern gefressen. Ihre einzigen Waffen, große, lichtempfindliche Augen und handähnliche Füße, mit denen sie gut klettern kann. Es gibt allerdings auch andere Methoden, von der Bildfläche zu verschwinden. Pech für den Waldkauz. Von allen Eulen wird er ihr am gefährlichsten. Die Nacht ist kurz und das Männchen braucht ein Sommernest für den Tag. Es findet ein gemachtes Bett in einem Busch. Wie praktisch. Doch macht es die Rechnung ohne den Wirt. Der hat keine Lust, seinen mühsam gefertigten Eigenbau aufzugeben und zeigt unmissverständlich, wer der Herr im Hause ist. Zimmer frei? Auch besetzt. Und außerdem hängt ihm der Verfolger noch an der Schwanzspitze. Erstmal Land gewinnen. Beruhigt kehrt der Verfolger um. Dem Verlierer bleibt nun nichts übrig, als selbst ans Werk zu gehen, während der andere sein zurückerobertes Nest bezieht. Warum mühsam bauen, wenn es doch Fertighäuser gibt? Da muss man sich nur um die Inneneinrichtung kümmern. Zeit sparen, das ist der Trick. Licht für Blüten und Früchte. Das bietet der Golfplatz im Vergleich zum Wald. Wachsen dort heimische Sträucher und ist er vor allem frei von Pestiziden, kann er tatsächlich ein Platz für Tiere sein. Den Wechsel zwischen Parklandschaft und schützendem Wald lieben viele. Erst wenn alles dicht belaubt ist, beginnt das Eichelhäher-Paar mit der Familienplanung. Sie macht sich schick. Und er lässt sie kaum mehr aus den Augen. Und bleibt die ganze Brutsaison an ihrer Seite. Sein Gesang scheint sie zu überzeugen. Manche Dinge im Leben erfordern doch ein wenig Erfahrung. Die Balz der Eichhörnchen nebenan ist kurz und hektisch. Nur einen Tag ist das Weibchen empfangsbereit. Das Männchen muss sich eilen, anderen Verehrern zuvorzukommen. Nach der Paarung geht jeder Partner wieder eigene Wege. In dichten Hecken können über 1000 Tierarten leben. Auch die Haselmaus baut ihre Sommernester gerne dort, um den Tag darin zu verschlafen. Zum Verwechseln ähnlich fertigt der Zilpzalp sein Nest. Selbst Haselmaus-Kenner fallen ab und zu auf den gefiederten Baumeister rein.
Sind die Küken ausgeflogen, ziehen manchmal Haselmäuse ein. Aus den weiblichen Haselblüten haben sich inzwischen kleine Nüsse entwickelt. Schon stellen sich die ersten Interessenten ein. Der Haselnussbohrer bereitet sein Werkzeug vor und macht sich ans Werk. Er nutzt die Gelegenheit, solange die Schale noch nicht verholzt ist. Treffsicher legt er ein Ei in die Nuss. Für die Haselmaus ist sie verloren, denn die Larve wird sich bald an dem noch weichen Kern mästen. Von den Heckenbewohnern bekommen die meisten Golfplatzbesucher nichts mit. Umgekehrt manchmal durchaus. Das war knapp. Welche Haselmaus versteht schon den Golferwarnruf vor? Ein Ball ist teuer und man kann auf einer Runde durchaus einige verlieren. So schnell wird er nicht aufgegeben. Stattdessen eine Haselmaus zu finden, ist schon etwas ganz Besonderes. Sie zeigt sich nie am Tag und ist vielerorts sehr selten. Wichtig ist, sie nicht zu stressen. Nur wenige halten Störungen aus. Viele flüchten oder ziehen sogar um. Abends kehrt Ruhe ein. Erst lange nach Sonnenuntergang traut sich das junge Haselmausmännchen aus seinem Baumhaus. 4 Wochen, nachdem es vom Winterschlaf erwacht ist, wird es allmählich Zeit, an etwas anderes zu denken, als nur ans Fressen. Wohin seine Nase das Männchen führt, verrät dem Betrachter nur ein Schwanz. Ein Weibchen hockt im Nest und verbittet sich den Annäherungsversuch. Irritiert zieht sich der ungeübte Bewerber zurück. Weibchen erwachen in der Regel etwas später als die Männchen aus dem Winterschlaf und brauchen dann erstmal eine Zeit, um richtig in Gang zu kommen. Das zweite Männchen, der Buschbewohner, bekommt auch Wind von der Dame. Sich schnell noch rausgeputzt und dann nicht zu aufdringlich. Dieser Bewerber scheint ihr zu gefallen. Haselmäuse paaren sich meist erst in ihrem zweiten Lebensjahr. Es sei denn, sie werden ungewöhnlich früh geboren, was in warmen Jahren vorkommen kann. Ihre Balz verläuft unspektakulär. Für die einzelgängerischen Haselmäuse heißt Zuneigung schon, dass sie sich tolerieren. Das Männchen hat es geschafft. Seine Auserwählte folgt ihm in sein Nest. Laubfrösche sorgen für Begleitmusik. Morgenstimmung am Wasserhindernis. Bietet es ringsum Deckung und ist nicht vergiftet, dann scheren sich die Tiere nicht darum, ob ein Gewässer natürlich oder künstlich ist. Und nutzen es für all das, was gerade anliegt.
als Tränke, als Laichgewässer oder auch als Badewanne. Gehölzreihen und Hecken, direkt verbunden mit Wald, sind selten gewordene Landschaften. Aber ideal für die Haselmaus, die am besten beides in unmittelbarer Nähe braucht. Andere Tiere, wie Eichelhäher, können Distanzen viel leichter überwinden. Das brütende Weibchen bettelt wie ein Jungvogel. Und das Männchen trägt Futter in seinem Kropf herbei. Oft Eicheln und Haselnüsse aus Verstecken. Die Vorratshaltung haben die Vögel mit dem Eichhörnchen gemeinsam. Auch das stöbert noch immer in Lagern herum, die es bereits im Herbst angelegt hat. Es findet sie nicht gezielt, sondern sucht dort, wo es üblicherweise Nahrung vergräbt. Zum Beispiel in der Nähe von markanten Baumwurzeln. Viel Zeit bleibt dem flinken Nager nicht, denn er muss schnell zurück zu seinem Nest. Dort wartet bereits Nachwuchs. Das Junge ist gerade 2 Wochen alt und kühlt rasch aus. Eichhörnchen polstern ihr Nest daher mit allem Weichen, was sie kriegen können. Von Moos bis Schafwolle. Trotzdem muss die Mutter immer wieder kommen, um ihr Junges zu wärmen. Jeder Golfspieler weiß, der Rasen muss Millimeter kurz sein. Bewuchs stört nur. Nichts für wilde Tiere. Eine naturgerechte Anlage bietet jedoch das ein oder andere Versteck. Sogar für Raubtiere. Wenn auch eher für kleinere Exemplare. Das Wiesel durchstöbert jeden Winkel nach Mäusen oder Vogelnestern. Die Haselmaus ist nach der Störung umgezogen, in das Revier des Wiesels. Ein verhängnisvoller Fehler. Die Rettung kommt in letzter Sekunde. Ein verschlagener Ball hat auch gute Seiten. Das Wiesel ist scheu. Glück für die Haselmaus. Sie hätte keine Chance gehabt zu fliehen, denn nach einer Tragzeit von gut 3 Wochen haben die Wehen eingesetzt. Auch bei Haselmäusen ist so eine Geburt eine schmerzhafte Prozedur. Nach wenigen Minuten erscheint bereits das erste Junge. Instinktiv hilft die Mutter nach und nimmt ihr Kleines gleich in Empfang. Kaum geboren, leckt die Mutter es sorgfältig sauber und befreit es von der Nabelschnur. Nach einer halben Stunde hat das Weibchen alle Jungen geboren. 4 sind der Durchschnitt. Ist der Winter kurz und der Sommer trocken, bekommt eine Haselmaus bis zu 3-mal Junge. Doch ist das eher selten. Im Vergleich zu echten Mäusen hat sie trotzdem wenig Nachkommen und macht Verluste nur schwer wett. Die Jungen sind so groß wie ein Daumennagel, wiegen gerade mal 1 Gramm und sind völlig hilflos. Liebevoll kümmert sich die Mutter um ihren wertvollen Nachwuchs. Der einzige dieses Jahr.
Wegen des langen Winters ist die Haselmaus spät dran. Noch einen Wurf kann sie sich nicht leisten. Nur wenige Meter entfernt wohnt ein Tier, das um diese Zeit schon deutlich weiter ist. Dabei sieht es der Haselmaus zum Verwechseln ähnlich und baut sogar fast die gleichen Nester. Die Zwergmaus gehört zu den echten Mäusen und ist die kleinste ihrer Familie. Anders als die Haselmaus ernährt sie sich hauptsächlich von Samen und kann sogar Gräser verdauen. Und was Nachwuchs anbelangt, da ist sie ihr weit voraus. Sie hat jetzt bereits zum dritten Mal Junge. Zwergmäuse werfen bis zu 6 Mal im Jahr. Allerdings werden die kleinen Mäuse kaum 2 Jahre alt. Haselmäuse bis zu 6. Sorgfältig macht das kleine Tier nach der Heimkehr die Tür hinter sich zu. 14 Tage später im Weselrevier. Bis jetzt blieb die Haselmausfamilie unbehelligt. Die Jungen sind immer noch blind und träumen. Vielleicht von Milch? Der Mutter bleibt wenig Zeit zum Fressen. Sie kehrt immer schnell wieder zurück. Das Wiesel will jagen. Aber wie ist die Lage? Kein Menschengeruch in der Luft. Kein Golfer in Sicht. Ideal für den kleinen Marder, sein Glück noch mal zu probieren. Er hat das verführerisch duftende Nest nicht vergessen. Verteidigen kann die Haselmaus ihre Jungen nicht, aber den Räuber ablenken. Der Plan geht auf. Doch jetzt geht es um ihr Leben. Ein Wasserhindernis versperrt den Weg. Sackgasse. Was jetzt? Das Wiesel hat sie entdeckt. Der Marder ist verwirrt. Wo ist sie geblieben? Ihre Spur kann er nicht mehr verfolgen. Die Haselmaus schwimmt erstaunlich gut. Dabei mag sie Wasser gar nicht. Als die ersten Golfer kommen, ist die Haselmaus gerettet. Das Wiesel wird sich erstmal zurückziehen. Ohne das wagemutige Ablenkungsmanöver der Mutter wäre die ganze Familie verloren. Im nahen Wald lässt sich ein anderes Tier auch auf ein recht ausgefallenes Abenteuer ein. Ameisenhaufen sollte niemand zu nahe kommen, denn ihre Bewohner verteidigen sie erbittert. Den Eichelheer stört das nicht, im Gegenteil. Er legt es direkt darauf an, von den Ameisen mit ihrer ätzenden Säure bespritzt zu werden. Der Grund für diese Fakirleistung? Die Säure säubert sein Gefieder von Parasiten. Doch auch er hält das nur kurz aus.
Im Sommer sind die Tage lang. Doch die Haselmaus wartet wie immer, bis es dunkel ist. Dabei hat sie in dieser Nacht viel vor. Sorgfältig prüft sie rings ums Nest, ob das Wiesel in der Nähe ist. Sie hat das schlimme Erlebnis nicht vergessen. Ihre Jungen sind inzwischen 3 Wochen alt und haben sich dank der Fürsorge ihrer Mutter kräftig entwickelt. Sie können jetzt sehen und hören. Heute müssen die Kleinen besonders fit sein. Deshalb gibt es erstmal Muttermilch zur Stärkung. Die Haselmaus will umziehen. Es wird ihr zu gefährlich mit dem Wiesel in der Nähe. So leicht sind die frisch gepäppelten Wonneproppen gar nicht durch den Eingang zu kriegen. Das Junge wiegt nur etwa 8 Gramm, aber für die Mutter mehr als ein Drittel ihres Körpergewichtes. Sie hat schlau vorgesorgt. Haselmäuse bauen immer mehrere Nester, um bei Gefahr schnell das Heim wechseln zu können. Junior allein zu Haus. Alles ist fremd, aber so interessant. Was ist das? Es klingt bedrohlich. Die Mutter kann nicht helfen. Sie hat noch so viel zu tun. Besser abtauchen. Die Nester liegen oft in einem Umkreis von weniger als 10 Metern. Aber für einen Zwergenumzug ist das schon ziemlich weit. Eine beachtliche Leistung. Die Mutter muss sich beeilen. Jederzeit kann der Waldkauz sie oder ihre Jungen entdecken. Trotz Hektik darf sie nie vergessen, vorsichtig zu sein. Nummer 3. Und endlich Nummer 4. Hier geblieben. Nach der Aufregung spendiert die erschöpfte Mutter sogar noch eine Extraportion Milch. Für ein so kleines Tier säugt die Haselmaus ihre Jungen sehr lange. Fast 6 Wochen. Auch die Eichelhäher sind umgezogen. Ein Eichhörnchen hat ihr Baumnest ausgeraubt und sie mussten eine Etage tiefer nochmal mit der Brut beginnen. Die Eltern haben viel zu tun, um die hungrigen Schnäbel der 3 Wochen alten Jungen zu stopfen. Sie füttern die Nestlinge mit vorverdauter Nahrung aus ihrem Kropf, meistens Insekten und Raupen. Doch irgendwann muss auch der Hartnäckigste einsehen, es gibt nichts mehr. Na gut. Der Eierklau, der den Eichelhähern zum Verhängnis wurde, hat dem Eichhörnchen-Nachwuchs wahrscheinlich genutzt. Ist die Mutter gut genährt, gibt sie nahrhafte Milch. Aus dem fast nackten Däumling ist inzwischen ein großes Junges geworden. Seine Mutter sorgt aber nach wie vor für das Kind.
säugt es bis zu 10 Wochen lang. So innige Beziehungen gehen Eichhörnchen nur mit ihren Jungen ein. Ansonsten leben sie sehr für sich. Am Abend taucht ein eher seltener Gast am Rande des Golfplatzes auf. Ein Uhu. Indirekt nutzt er den Haselmäusen. Denn er jagt auch Waldkäuze. Für die Haselmausfamilie beginnt jetzt eine kritische Zeit. Die Mutter kann ihre Jungen nicht mehr im Nest halten. Mit gut 4 Wochen sind sie alt genug, um die Welt zu erkunden. Das erste traut sich heraus. Instinktiv hält es sich hinter den Brombeerblättern versteckt. Das nächste will gleich hinterher. Und das dritte auf keinen Fall alleine bleiben. Ein dorniger Weg, aber eine gute Übung. Denn Brombeergestrüpp bietet von allen Sträuchern die beste Deckung. Dem letzten bleibt nichts übrig. Will er die Geschwister nicht verlieren, muss er mit. Die Jungen sind jetzt so weit, dass sie auch feste Nahrung aufnehmen können. Die müssen sie sich aber selbst suchen. Die Mutter säugt sie zwar noch, aber füttert sie nicht. Instinktiv scheinen sie zu wissen, was gut für sie ist. Nüsse allerdings sind vielleicht noch eine Nummer zu groß. Die Mutter sucht ihre Sprösslinge. Doch die haben nicht im Sinn, sich einfangen zu lassen. Die Alte findet nur noch ihre Duftspuren. Nichts hält die Ausreißer zurück. Aber nicht jeder ist zum Draufgänger geboren. Geht doch. Die Mutter kennt die Gefahren der Nacht und will ihren Kindern hinterher. Der Uhu jagt auch mal Mäuse. Und dass Haselmäuse biologisch keine sind, interessiert ihn wenig. Ungeübt im Weitsprung sind die Jungen auf dem Boden gelandet und der Mutter entwischt. Auch das Letzte findet den Anschluss. Die Geschwister haben keine Augen für die Gefahr. Doch der schlaue Hasenfuß, der ahnt etwas. Schon wenig später zieht der Herbst ins Land. Für viele Tiere beginnt eine fette Zeit. Die Eichen tragen und auch der Haselbusch hat viel zu bieten. Haselnüsse, fettreiche Kraftpakete. Die allerdings hat die Larve des Haselbohrers ausgehöhlt.
Längst ist sie ausgezogen, um sich in der Erde zu verpuppen. Doch es gibt ausreichend andere Nüsse für die hungrigen Gäste. Zwischen ihnen und dem Haselbusch, der noch vor 8000 Jahren das häufigste Gehölz in Mitteleuropa war, hat sich eine enge Beziehung entwickelt. Der Busch versorgt das Eichhörnchen mit Nahrung. Und der Nager revanchiert sich, indem er Nüsse versteckt und so die Hasel verbreitet. Zum Öffnen spaltet das Eichhörnchen die Nuss in zwei Hälften. Jeder Nussfan hat seine Methode. Was dem Haselbusch weniger nutzt, selbst im Nest legt das Hörnchen einen Vorrat an. Auch der Eichelhäher gehört zu den Verbündeten des Haselbusches. Will er an den Kern, hackt er die Schale auf und lässt nur Splitter zurück. Von dem Eichel- und Nussangebot kann ein Golfplatzbewohner allerdings nicht profitieren. Die Zwergmaus. Sie ist nicht kräftig genug, um Schalen zu knacken und hält sich an weichere Nahrung. Die zuckerhaltigen Brombeeren bieten guten Ersatz. Die reifsten sind deshalb rasch abgeerntet. Wie die Haselmaus versteht es die kleine Maus, geschickt durch die Ranken zu klettern. Und sie hat sogar eine fünfte Hand dafür, einen Greifschwanz. Im Oktober beginnen für die Haselmäuse die letzten Nächte vor dem Winterschlaf. Artgenossen in Südeuropa bleiben übrigens ganzjährig wach. Der lange Schlaf ist ein geschickter Trick der Haselmaus, sich auch kühlere Regionen zu erobern. Das Wichtigste ist jetzt, sich Speck anzufressen. So lästig Dornen sind, Brombeersträucher bieten Haselmäusen viel. Eine undurchdringliche Festung und im Herbst leckere Früchte. Dort, wo andere Nascher nicht zuvor gekommen sind. Findet sie aber Haselnüsse, zieht sie die Kalorienbomben allem anderen vor. Kein Same enthält mehr Fett. Leicht händeln lässt er sich jedoch nicht. Ein so winziges Tier wie die Haselmaus braucht eine ganz spezielle Technik, um an den Kern zu kommen. Dazu macht sie erst ein kleines Loch in die Schale. Finden ihre Zähne darin Halt, dreht sie die Nuss immer ringsum und nagt dabei am Rand des Loches entlang. Es dauert fast eine halbe Stunde, bis sie an den leckeren Inhalt kommt. Um die Verbreitung von Haselmäusen festzustellen, gelten von ihnen geöffnete Nüsse als sicheres Indiz. Ganze Schulklassen haben sich schon an solchen Nussjagden beteiligt. Denn kein anderes Tier hinterlässt die typisch spiralförmigen Nagespuren. Wer das Muster kennt, weiß, wer hier am Werk war. Bei so kalorienreicher Nahrung nehmen die Haselmäuse vor dem Winterschlaf über 1 Gramm pro Tag zu. Manche werden fast 40 Gramm schwer. Die länger werdenden Nächte sind für die Haselmaus das Signal, ein Winternest am Boden zu bauen und sich immer öfter zurückzuziehen, bis sie wieder ihren langen Schlaf beginnt.
Wenn der erste Schnee fällt, sind die Sommernester längst verlassen. Schon jetzt bereitet der Haselbusch die Nussproduktion vor und bildet Kätzchen. Von seinen Früchten und denen anderer Gehölze zehren viele Tiere den ganzen Winter. Über 4000 Eicheln etwa versteckt ein Eichelheer im Herbst und Winter. Dazu große Mengen Haselnüsse. Er und vor allem das Eichhörnchen sind im Herbst ernste Konkurrenten für die Haselmaus. In seinem Kropf transportiert der Eichelheer bis zu 10 Eicheln, plus eine im Schnabel. Das hat er dem Hörnchen voraus, das gerade mal eine Nuss halten kann. Eine hat es besonders schwer, obwohl ihr das nasskalte Wetter draußen eigentlich nichts auszumachen bräuchte. Die Zwergmaus. Das Nest ist so dicht aus Grashalmen gewebt, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Hier kann sich die Maus nach ihren Ausflügen immer wieder trocknen. Doch als eins der kleinsten Säugetiere überhaupt hat sie ein Problem. Sie kann nicht lange in ihrem kuscheligen Heim bleiben. Immer wieder prüft sie, ob das Wetter endlich besser wird. Denn wie kalt es auch ist, sie muss raus, um zu fressen. Kleine Tiere haben mehr Körperoberfläche im Verhältnis zu ihrer Masse und verlieren mehr Energie als große. Sie müssen Winterschlaf halten oder ständig dafür sorgen, dass sie satt werden. Da die Zwergmaus auch trockene Gräser verdauen kann, fällt ihr das etwas leichter als der Haselmaus. Doch ein vom Eichhörnchen vergessener Nusskern ist ein echter Schatz. Für heute hat sie ausgesorgt. Die kleinen Golfplatzbewohner zeigen, auf pestizidfreien Plätzen können sie leben. Doch sind das Notlösungen. Den selten gewordenen Haselmäusen fehlen Lebensräume. Vielleicht sind einige auf den Golfplatz ausgewichen, weil im Nachbarwald keine Büsche wachsen. Wenigstens gibt es hohle Baumstümpfe zum Überwintern. Das hilft schon eine Menge. Denn während ihre Zahl sinkt, steigt die ihrer Feinde hierzulande. 60-80% aller Haselmäuse erleben das nächste Frühjahr nicht. Viele gehen auf das Konto von Wildschweinen. In der Baumhöhle hat der kleine Langschläfer gute Chancen, nicht entdeckt zu werden. 7 Monate kann er sich nun ausruhen. Für einen neuen Wettlauf mit der Zeit.